Habe dir, ich weiß, im letzten Video habe ich gesagt, dass wir bei der Schupfer weitermachen. Heute bin ich aber mal bei mir im Wohnzimmer herassen, denn ich muss mich um meine Kinder ein wenig kümmern. Damit meine ich aber nicht meine Kinder daheim, sondern die Kinder da heraußen. Ich habe nämlich da ziemlich viel Tannen-Naturverjüngung und die will jetzt im Frühjahr geschützt werden, weil sonst kommen nämlich die Rehe und beißen wir die alle zusammen. Jetzt könnte man natürlich um die kleinen Tannen überall einen Zaun rummachen, aber die Tannen-Naturverjüngung, die erstreckt sich so über das gesamte Gebiet. Ich habe nämlich da eine richtig schöne große Muttertanne und die strahlt da in dem ganzen Gebiet ihre Samen aus. Man kann damit Verbissschutzklammern arbeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, so einen Einzelschutz zu machen. Ich mache es mit Trikot. Trikot ist das weiße Zeug, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen im Wald draußen, dass manche Bäume so weiß angespritzt sind. Das ist nicht etwa Kalk, sondern Trikot basiert auf Lanolinfett, das ist das Zeug, was die Schafe in ihrer Wolle drin haben. Und das, wenn die Schafe, wenn die Rehe riechen, dann gingen die da nicht mehr hin, weil das schmeckt ihnen ja anscheinend nicht. Zum Aufbringen von dem Trikot gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es einmal Buckelspritzen oder so eine Art Pinsel ist das, wo man es dann einstreichen kann. Ich habe mir da aber einfach so eine Bumm-Sprühflasche besorgt, da habe ich das Trikot rein. Das ist echt recht ergiebig, ich habe da so einen 5-Liter-Kanister gekauft. Letztes Jahr habe ich angefangen mit dem Trikot, da merkt man noch gar nicht, dass da überhaupt was weg ist. Das ist immer nur die erste Füllung und ich glaube, die Flasche ist noch mehr als halb voll. Also wie gesagt, es ist sehr ergiebig. Ich habe da letztes Jahr das erste Mal damit getestet und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Man muss zwei, vielleicht sogar dreimal im Jahr wiederholen, das ganze Prozedere, aber es bringt echt was. Jetzt gehe ich mal ein wenig rum, wenn ich eine finde, wo ich letztes Jahr schon angespritzt habe, dann zeige ich es euch und ansonsten ja, spritze ich halt meine Bäume an. Ich habe da jetzt schon mal angefangen, also da sieht man lauter so kleine weiße Flecken, das sind alles Tannen. Ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, gerade da in dem Gebiet, weil da ist echt viel los, was Naturverjüngung angeht. Das zum Beispiel ist einer, den habe ich letztes Jahr schon angespritzt. Und da sieht man, den haben sie überhaupt nicht angelangt. Das frischen wir jetzt ein wenig auf. Da ist sogar ein Ei. Und da haben auch wieder ein. Ich spritze die kleinen ein wenig an, weil gerade am Anfang, wenn sie verbissen werden, ist halt immer schwierig. Ich gehe jetzt mal da ein wenig durch und dann zeige ich euch, was ich da unten noch für schöne Gräser habe. Natürlich hat man immer wieder welche dabei, wie die. Die habe ich jetzt letztes Jahr schon angespritzt, aber die ist trotzdem verbissen worden. Also ein hundertprozentiger Schutz ist es nicht, aber ich darf mal sagen, zu 90% werden sie nicht mehr verbissen. Da ist jetzt ein Gebiet, das ist jetzt direkt unter der Tanne. Also da ist wirklich was los. Da sieht man auch da, da hat es jetzt echt was gebracht. Da haben sie jetzt da zwar die Seitentriebe verbissen, da und da, aber die Terminaltriebknospen, das ist die, wo den Höhenwachstum macht, das ist die wichtigste, die haben sie in Ruhe lassen und so soll es sein. Ich hoffe, dass man es auf der Kamera erkennt, wie viele weiße Flecken das da jetzt sind. Also da ist in Sachen Naturverjüngung ganz schön was los. Die Fläche werde ich nutzen, um da immer wieder mal ein paar Tannen auszuziehen und dann im ganzen Gebiet zu verteilen. Und auch welche in meinem anderen Wald, da wo ich den Zaun gemacht habe, da werde ich auch ein paar von denen Tannen einsetzen. Natürlich findet sie ja immer zwischen anderer Naturverjüngung. Also da haben wir jetzt zum Beispiel so ein Nest mit ganz viel Buchen-Naturverjüngung. Da findet sich auch immer wieder mal eine einzelne Tanne. Und genau für das ist das Trikot perfekt. Meine Tannen haben jetzt soweit wieder alle geschützt. Ich bin jetzt auch bis ganz unten gewesen, da wo ich im Jahreswechsel dieses Mondholz rausgeschnitten habe. Das hat ja so semi-gut funktioniert. Jetzt bin ich wieder herum und habe mich auf meinen Platzerl gehockt zum Entspannen. Denn ich bin nicht ohne Grund im Wald herassen. Einmal, klar, wie hier die Tannen, die wollte ich schützen. Aber das andere ist, ich habe ein wenig runterkommen müssen, weil wir kriegen alle 4 Wochen von der Gemeinde so ein Plädel. Da stehen also die aktuellen Sachen drin, was unser Gebiet betrifft. Unter anderem geht es da auch um einen Wald. Und wie ich das gelesen habe, ja, ich weiß nicht, wie ich es rüberbringen soll. Ich versuche so ruhig wie möglich zu bleiben, aber
innerlich regt es mich schon ein wenig auf. Es ist ein recht bürokratisches Thema, um das, was da geht. Ich lese euch einmal kurz vor. Also die Regierung von Oberbayern schreibt: Überwachung und Bekämpfung der waldschädlichen Insekten, Buchdrucker und Kupferstecher. So viel zur Überschrift. Ich meine, dass wir einen Kupferstecher und einen Buchdrucker haben, das kann man nicht mehr bestreiten. Unsere Wälder sind auch sehr gestresst durch die ganze Trockenheit die letzten Jahre. Deswegen nimmt der Käferdruck natürlich auch zu. Das sind die optimalen Bedingungen, wenn die Bäume eh schon geschwächt sind. Dann hat der da natürlich ein leichtes Spiel, die Bäume dann noch gänzlich kaputt zu machen. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt in einem Video. Also darum, da ist der Käfer auch eine Zeit lang sehr aktiv gewesen. Da stehen auch einige Fichten, die es schon seit ein paar Jahren hinter sich haben. Ich habe in dem Video erklärt, warum ich die nicht rausgeschnitten habe, warum ich die stehen lassen habe. Ich habe euch in dem Video, wo ich euch das gezeigt habe, ja erklärt, was ich für eine Einstellung zum Wald habe und was das für einen Grund hat, warum ich die Bäume nicht rausgeschnitten habe, warum ich die stehen lassen habe. Vielleicht nochmal kurz dazu. Meine Einstellung zum Wald ist, es ist für mich klar ein Wirtschaftswald, ich nutze den Wald, aber ich möchte da so wenig wie möglich regulierend eingreifen. Also ich möchte den Wald so weit, wie es mir möglich ist, sich selber überlassen. Ich habe einfach in den letzten 10 Jahren festgestellt, dass der Wald, obwohl er geschwächt ist, trotzdem die Energie hat, sich selber zu regenerieren. Ich habe auch gemerkt, dass zum Wald mehr dazugehört, als wie in einem Pflanzgarten Baum groß zu ziehen und wenn es erntereif sind, dann rauszunehmen. Dieser Kreislauf Wald beinhaltet ein bisschen mehr, als einfach nur da Baum zu nutzen. Bloß weil die Bäume darin in dem Wald kaputt sind, heißt das noch lange nicht, dass dieser Kreislauf beendet ist. Das heißt, sobald der Borkenkäfer weg ist, kommen weitere Insekten, die sich in dem Baum ansiedeln, die dazu nutzen, den Borkenkäfer zu dezimieren. In dem Holz von so einem dürren Baum zum Beispiel, da nisten sich dann die Holzwespen ein. Die Holzwespen larven, fressen einmal das Holz, aber die Holzwespen an sich, wenn fertig sind, die fressen dann die Larven vom Borkenkäfer. Zum anderen haben wir da natürlich auch den Specht. Der Specht ist ein ganz guter Borkenkäferbekämpfer, aber der Specht will natürlich auch irgendwo wohnen und dazu braucht er einfach so Totholz, damit er sich da einnisten kann. Dann haben wir natürlich auch noch die Baumpilze, die wollen auch was zum Fressen haben und die siedeln sich auch an so eine Tod an einem stehenden, aber auch an einem liegenden Totholz an. Das sind alles so Gründe, ich kann noch viel mehr aufzählen, aber das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen, warum ich das so mache, wie ich es mache. Jetzt wieder zurück zum Thema Amtsblatt. Das, so wie ich das bisher betrieben habe, hat jetzt wahrscheinlich ein Ende. Die Regierung von Oberbayern und von Schwaben hat beschlossen, unser Gebiet, also ganz Oberbayern und ganz Schwaben, zu einem Gefährdungs- und Befallsgebiet zu erklären. Hört sich jetzt im ersten Moment nicht schlimm an, denn unser Gebiet, und das wissen wir alle, ist ein Befalls- und Gefährdungsgebiet. Durch dieses Regularium oder diese Anordnung wird aber jetzt gesetzlich dazu verpflichtet, vom 1. April bis zum 30. September mindestens im Abstand von 4 Wochen auf Käferbefall zu kontrollieren und von 1. Oktober bis 31. März in der Zeit mindestens einmal. Das machen wir sowieso. Also von dem her ändert sich auch nichts. Bis dahin ist ja alles noch schön und gut, aber jetzt kommen wir schon langsam zu einem Punkt, da stellt es mir Tor auf. Wenn ich einen Befall habe durch einen Buchdrucker oder durch einen Kupferstecher, dann muss der jeweilige Eigentümer oder Nutzungsberechtigte des Waldes oder des Grundstücks die zuständige untere Forstbehörde informieren. Also damit die Bescheid wissen, dass du einen Käferbaum in deinem Wald hast. Damit ist aber noch nicht genug. Da geht es um die Bekämpfung. Der Baum oder die Bäume, die befallen sind vom Kupferstecher oder vom Buchdrucker, müssen sofort raus aus dem Wald und entfernt werden. Die Erklärung, ja, das kann ich euch wahrscheinlich sparen. Die sofortige Vollziehung, also das muss nicht irgendwann passieren, sondern sofort, nachdem der Befall festgestellt worden ist. Und wenn das nicht gemacht wird, kommst du zur Vollstreckungsbehörde, dann wirst du vielleicht, wenn du Glück hast, noch angeschrieben, dass du das zum Rausmacher hast. Und wenn du das nicht machst, dann wird es gemacht und wird dir natürlich in Rechnung gestellt. Jetzt frage mich ich natürlich, was hat das für einen Hintergrund, dass man sowas gesetzlich anordnen muss. Ich meine, dass wir alle ein bisschen dahinter sind und wenn der Käfer überhand nimmt, dann machen wir es freilich raus, ist schon klar. Aber warum muss das gesetzlich geregelt werden? Liegt es daran, dass wir Privatwaldbesitzer nicht mehr genug Holz liefern
und nicht mehr so hantieren wie der Staatswald. Nicht alles platt machen, Kahlschläge machen und dann wieder aufforsten. Liegt es daran, dass einfach die der Holznachschub nicht mehr da ist und jetzt irgendwo geschaut werden muss, dass das Holz zwangsmäßig irgendwie, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht mehr, warum man sowas gesetzlich anordnen muss. Ich möchte nicht sagen, dass das für mich einer Enteignung gleichkommt, so weit darf ich jetzt nicht gehen, weil der Grund und Boden ist trotzdem noch meiner. Aber in der Sache, wie ich meinen Wald bewirtschafte und wie ich meinen Wald nutze, möchte ich schon behaupten, dass ich da bevormundet wäre und mir vorgeschrieben wäre, wie ich mit meinem Wald umzugehen habe. Dass das funktioniert in meinem Wald, das ist offensichtlich. Ich habe Naturverjüngung, ich habe Insekten, ich habe Tiere, ich habe alles da, wo man sieht, dass dieser Kreislauf bei mir im Wald funktioniert. Und jetzt kommt eine Behörde, die mir vorschreibt, dass ich so, wie ich es bisher gemacht habe, nicht mehr weitermachen darf. Natürlich werde ich da jetzt mit Sicherheit einiges an Kritik ernten, ist mir auch bewusst. Es teilen nicht alle von euch die Einstellung, wie es ich habe. Aber es haben bestimmt ein paar Befürworter dabei, die wo genauso denken wie ich. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Dann können wir das da vielleicht ausdiskutieren, wobei es da immer schwierig ist. Wenn ihr Lust habt, wir können einen Livestream machen. Das könnt ihr mir auch in die Kommentare unten schreiben. Dann können wir das in einem Livestream ausdiskutieren. Ich habe aber jemanden entdeckt vor einiger Zeit auf YouTube, der, ich glaube, teilweise auch meine Meinung teilt. Ich verlinke euch seinen Kanal einmal. Das ist der Jovi. Der Jovi ist auch vom Fach. Das ist ein Förster. Der Jovi macht auch von Zeit zu Zeit immer wieder mal einen Livestream. Schaut einmal bei ihm vorbei. Wenn euch das gefällt, was er macht, dann lasst ihm auch gerne mal ein Abo da. Vielleicht können wir es auch in einem Livestream von ihm mal ausdiskutieren. Ich habe das Video jetzt auch hauptsächlich aus Eigennutz gemacht, einfach um wieder wegen runterzukommen und wieder auf ein Level zu kommen, wo ich sagen kann, ja, jetzt bin ich wieder ruhig, jetzt kann es weitergehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein wenig gefallen. Ich werde jetzt mein Zeug wieder zusammenbackeln und wieder heimfahren mit meinem Radl und dann geht es mit normalen Alltagsdingen wieder weiter. Diesmal sage ich das zum Schluss auch ein wenig anders. Lasst euch nicht ärgern und schaut das nächste Mal wieder ein. Pfiat euch.